Hi, ihr Lieben, was geht? Ihr habt Bock nach Myanmar zu reisen, fragt euch aber, was kostet mich diese Reise? Was sind so die größten Kostenpunkte vor Ort? Wir verraten euch heute, was kostet ein Tag, was kostet eine Woche oder was kostet ein Monat Myanmar. Also bleibt dran, es geht direkt los. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Wie gesagt, soll es heute um Myanmar gehen. Wir haben letzte Woche schon ein Video hochgeladen zu den coolsten Sachen, die ihr in Myanmar sehen müsst, zu unserer Reiseroute. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Das kann mich interessieren. Oh, Ja. okay, vielleicht da, vielleicht auch hier. Auf jeden Fall über dem Video. Okay. Und heute soll es aber um die Kosten in Myanmar gehen. Das heißt, welches Budget braucht ihr für eure Reise? Und das machen wir immer so, dass wir das in drei Punkte aufteilen, und zwar Transport, Unterkunft und Essen, weil das sind so die größten Punkte, die man einfach an Kosten Kauft hat. oder hat, ja. Ja. Und deswegen machen wir das so, und dann erzählen wir euch noch ein bisschen, was Tempel oder so zum Eintritt kosten und was ihr dann am Ende für eure Reise durch Myanmar braucht. An Geld. Korrekt. Also lasst uns gar nicht lange schnacken. Auf geht's! Behindert. Ja, Punkt 1 ist Unterkunft. richtig. Genau, in Myanmar sind die Unterkünfte relativ teuer im Gegensatz zu Asien. Die Nachbarländer um Myanmar herum sind viel, viel günstiger. Komischerweise in Myanmar selbst eben nicht. Die Unterkünfte sind auch nicht unbedingt cool oder schön. Es ist halt eine Unterkunft, sehr, wie sagt man, sehr minimalistisch eingerichtet, Bett, vielleicht noch ein Nachtkästchen, das war's. Ja. Und man zahlt bestimmt für eine Unterkunft so um die 9 Euro. Genau, also da hat sie absolut recht. Das Ding ist Danke. halt, bitte, es ist halt wirklich überraschend, weil Myanmar relativ wenig entwickelt ist, im Gegensatz zu Thailand, Indonesien, was auch immer. Und trotzdem sind die Unterkünfte verhältnismäßig teuer, wie sie schon gesagt hat. Ist es immer noch nicht teuer, also man Nee. kann für 9 Euro locker was finden, ob du jetzt Ja. alleine unterwegs bist oder in einem Doppelzimmer pennst. Alleine ist man in der Regel ein bisschen teurer unterwegs, oder? Ja, Ja, also nicht, meistens, ja. genau, weil man sich halt zu zweit ein Doppelzimmer teilen kann. Aber so krass war der Unterschied da auch nicht. Und genau, der Unterkunft ist wirklich einer der größten oder der größte Punkt auf eurer Reise durch Myanmar. Es ist einfach so. Aber wie gesagt, für 9 Euro oder 9 Dollar werdet ihr super klarkommen und auch schöne Unterkünfte finden. Also es ist jetzt nicht super schön, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sich unwohl fühlt, ne? Genau. Es sind halt Basic-Zimmer, Ja. meistens Hostels, manchmal kleine Gästhäuser, und man fühlt sich da auf jeden Fall wohl. Aber es ist jetzt nicht so der Luxus, den man vielleicht in Thailand am Strand mit so einem Beach Hut bekommt. Na. Das habt ihr in Myanmar auf jeden Fall nicht. Leute, ich wollte mich kurz aus dem Schnitt melden, weil mir ist aufgefallen, wir haben so getan, als würde es nur Basic-Unterkünfte in Myanmar geben. Natürlich gibt es da auch Hotels und teurere Resorts, aber ihr wisst ja, wir reisen immer günstig, und wollen das euch ja noch auch so an euch weitergeben. Nur wenn ihr mehr Geld ausgeben wollt und wenn ihr ein bisschen Luxus haben wollt, könnt ihr das auf jeden Fall dort haben. Nur es ist auch wieder natürlich teurer. Wenn wir schon bei 9 Euro ungefähr für so eine Basic-Unterkunft anfangen, könnt ihr euch ja vorstellen, dass luxuriösere Sachen auch schnell teurer werden. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, aber an sich gibt es alle Arten von Unterkünften auch in Myanmar. Weiter geht's. Wenn ihr noch Tipps wollt zu den Unterkünften, genau, wir haben das ganze Thema hier, die Kosten und die Myanmar-Reise an sich auf unserer Website gerade einen Guide zu hoch online gestellt. Und da sind auch damit zum Beispiel Hostel-Empfehlungen drin, also die Hostels, die wir so am coolsten fanden auf der Reise. Und wenn ihr da nicht zu lange suchen wollt, das hilft euch auf jeden Fall. Da sagen wir euch auch nochmal, wie ihr die günstigen Unterkünfte findet. Also es ist wirklich einfach toll, was da auch noch steht. Hier soll es jetzt eine Kurzfassung geben. Deswegen 9 Euro am Tag für eine relativ gute Unterkunft Unterkunft. ist safe drin. Ja. Gehen wir direkt weiter zu Punkt Nummer 2. Definitiv. Und dann geht es auch weiter schon mit dem nächsten großen Kostenpunkt, dem Transport nämlich. Korrekt. Es variiert natürlich komplett, ob ihr euch nur eine oder zwei Städte anguckt oder ob ihr euch 15 Städte anguckt und einmal hoch und runter, links und rechts fahrt. An sich ist es aber relativ oder schon sehr günstig, in Myanmar von A nach B zu kommen. Wirklich. Wir haben fast immer den Bus genommen.
Ja. Meistens über Nacht, was wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, weil man dann eben eine Nacht Unterkunft sich spart. Und das lohnt sich gerade in Myanmar, wie wir gerade gemerkt haben. Eben. Also zum Beispiel, eine Übernachtfahrt von einem Ort zu anderen, die auch eine ganze Nacht dauert, kostet $5. Die Unterkunft würde $9 kosten. Habt ihr also $9 gespart und nur $5 ausgegeben und seid noch von A nach B gekommen. Das ist einfach unglaublich. Danke dafür. Kein Problem. Also Bus, sehr zu empfehlen. Bus empfehlen wir euch. Und ganz die sind toll. Auch recht bequem. Ja. Also die Straßen machen Probleme, die sind relativ holprig, aber die Busse sind eigentlich genau wie hier. Wir hatten mal einen VIP-Bus, da war es noch viel krasser. Also so einen krass bequemen Bus hatten wir noch nie. Der war natürlich dann ein bisschen teurer. Aber immer noch nicht teuer, ne? Also. Genau. Und was man auch sagen muss, sie sind leicht zu buchen, zum Beispiel über die Unterkunft. Und wir hatten nie Probleme, was Abfahrten und so angeht. Also da hatten wir in anderen Ländern, da haben wir Stunden gewartet, bis es losging. Und dann hat es irgendwie da drin nach Toilette gerochen und man musste dreimal den Bus wechseln. In Myanmar war es eigentlich easy, oder? Ja. Ich kann mich an nichts Negatives erinnern. Also das war easy. Die Busbahnhöfe waren, glaube ich, nicht so geil? Schwierig. Ja, die sind meistens schwierig. Aber ja. Ja. Genau. Und dann Zug fahren könnt ihr auch. Das haben wir, also da gibt es diese eine berühmte Strecke von Mandalay nach Sipo. Und da fahrt ihr über diese krasse Eisenbahnbrücke. Ja, das war aber richtig schön. Ihr seht, fahrt da, tuckert da so durch die Landschaft. Man muss dazu sagen, der Zug ist richtig, richtig langsam. Also man fährt nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit, vielleicht so 30, 40 km/h. Ja, genau. Ja, sorry, ist für mich Schrittgeschwindigkeit. Ich habe ja keinen Führerschein. Wie schnell gehst du denn? Ich bin schnell. Also neben dem Zug. Okay. Und, also damit braucht man auch immer relativ lange, ist aber eigentlich eine ganz coole Erfahrung, aber ja, Bus ist entspannter, grundsätzlich. Stimmt, aber der Zug zum Beispiel hat nur $2 gekostet in der Holzklasse, es gibt auch unterschiedliche Klassen und ja, man kann auch die Zeit nutzen und aus dem Fenster gucken und die Natur genießen. Also die Fahrt auf jeden Fall ist zu empfehlen. Ja. Ja. Und dann natürlich noch der Transport innerorts. Da gibt es wie immer 1000 verschiedene Varianten. Unser Favorite ist der Roller. Der kostet auch nur so. Danke. Unser Erfahrung nach kostet es auch nur so $2-3 pro Tag. Das teilt man sich dann in unserem Fall durch 2. Benzin ist auch komplett zu vernachlässigen. Also super günstig und super geil, um sich die Landschaft anzugucken vor Ort und einfach rumzukommen. Da könnt ihr euch aber natürlich auch ein Fahrrad ausleihen, muss nicht unbedingt ein Roller sein. Mhm. Die kosten auch nicht viel, ich schätze auch so zwischen 2 und 3 Euro ja, wenn überhaupt. Ungefähr. Ja. Ist aber viel zu anstrengend. Genau, also für mich war es voll schlimm. Es ist warm in Myanmar. Ja, es war warm und dann der Stress auf der Straße, deswegen sitze ich lieber bei Dominik hinten auf dem Roller. Und ich sitze lieber vorne auf dem Roller. Ist schon so. Genau. Ansonsten gibt es auch Taxis, es gibt Tuk-Tuks. Taxen heißt es. Taxen. Es gibt Tuk-Tuks. Und da heißt, also die sind auch alle super günstig. Es hängt immer von Ort zu Ort, was es genau gibt. In Yangon zum Beispiel darf man gar keinen Roller fahren. Da sind wir viel Bus auch im Ort gefahren. Aber da ist man echt bei ein paar Cent für einen Local Bus dabei, bis ein paar Euro für halt so ein Tuk-Tuk. Da natürlich nicht vergessen, immer zu verhandeln. Und da auch noch ein Tipp oder ein Rat von uns, und zwar probiert mal Uber aus. Als wir damals in Myanmar waren, gab es das noch nicht oder beziehungsweise kannten wir es gar nicht. Also wir haben gar nicht dran gedacht, Uber zu machen im Ausland. Ladet euch mal die App runter und probiert das mal, weil ich wette, gerade in Yangon und Mandalay gibt es bestimmt Ubers und da werdet ihr richtig günstig, ohne verhandeln, irgendwie ein Taxi finden. Also probiert das auf jeden Fall mal aus, ein kleiner Secret-Tipp. Und wenn ihr da seid, schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr das schon mal ausprobiert habt und ob es funktioniert hat. Wir haben so mit 3-4 Euro am Tag gerechnet für Transport, also es ist echt wenig. Weiter geht's. Drei. Und zwar der Essen, the foodie food. Unser Lieblingsthema. Unser Lieblingsthema. In Myanmar war es nicht unbedingt mein Lieblingsthema, um ehrlich zu sein. Ja, ich fand es ganz lecker. Genau, kommen wir erstmal auf das Essen zurück. Genau, die burmesische Küche hat ganz viele Einflüsse aus den Ländern nebenan. Also sehr viel Indisch, sehr viel Chinesisch. Fehlt noch was? Nö, ja, das stimmt schon so. Und dadurch haben wir vor allem viele Currygerichte. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo man ist. Ja. Da ändert sich das ein bisschen. Gegend. Genau, aber ihr findet viel Reisgerichte natürlich, auch Nudelgerichte, ein bisschen schärfer, viele Curries. Und ja, es ist schon viel dabei, aber es sind auch, also für Ella war zum Beispiel immer ein Gewürz drin, was sie nicht so gerne mochte, deswegen hatte sie ein bisschen Probleme.
Frisches Obst gibt es natürlich und ja, ihr werdet bestimmt was finden. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Es ist auch super günstig. Ich kann mich noch erinnern, den ersten Tag, als wir angekommen sind, wir sind über die Landesgrenze gekommen, mit so einem Taxi dann weitergefahren oder so einem Shared-Taxi und der hat uns dann zu so einem Buffet gebracht. Ey, der Tisch war voll mit Essen, es war übelst krass, man konnte sich so satt essen und am Ende hieß es dann so 1,50 und ich wir glaub, so. Ich glaube sogar noch weniger. Ja? Ich glaube, ja. One person to 1,000. Okay, that's nothing. Okay. Two people? Ja, und wir so, okay, love dir. Also so ging es dann noch weiter. Obst genauso günstig. Auch in etwas gehobeneren Restaurants ist es nicht teuer gewesen. Und ja, ihr findet, das Gute ist, finde ich, ihr findet meistens wirklich authentische Küche, authentische Restaurants, Streetfood. Und es ist nicht so, okay, man kommt in den Ort an und merkt so, okay, das sind so die touristischen Restaurants und dann gibt es die anderen. Mhm. Sondern die touristischen gibt es fast gar nicht und das finden wir gut, weil das sind unserer Meinung nach immer so Touristenfallen, ne? Ja. Wo man halt das Doppelte bezahlt, aber das Essen nicht besser ist. Und in Myanmar ist es überhaupt nicht so. Ihr findet nur die lokalen Restaurants und habt dadurch irgendwie auch immer einen lokalen Preis. Und ja, auch immer leckeres Essen. Also es ist echt super geil. Genau. Also ihr merkt, das Essen ist super günstig in Myanmar. Und also mit 3 Euro, mit 4 Euro kommt ihr da einen Tag auf jeden Fall durch. Locker easy. Genau. Wenn ihr richtig reinhauen wollt, manchmal braucht man 2 Gerichte vielleicht, weil die Portionen zu klein sind. Dann gebt ihr natürlich ein bisschen mehr aus, ihr könnt aber auch weniger ausgeben. Also Essen ist super günstig und auch ganz lecker in Myanmar, finde ich. Elefants nicht so geil, aber das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Richtig. Punkt, der nächste Punkt. Genau, Spiel und Spaß. Richtig, so das Wichtigste und Letzte eigentlich. Da sagen wir immer, eigentlich braucht man fast gar kein Geld, weil in Asien, wenn, keine Ahnung, man kommt an einem Ort an, man leiht sich einen Roller aus, man erkundet die Gegend, das kostet natürlich gar nichts. Man geht irgendwie in der Großstadt durch die Stadt, das kostet gar nichts. Also das meiste zu erkunden kostet halt einfach nichts und da zählt höchstens dann der Roller irgendwie in Kosten rein für Erlebnisse sozusagen, finden wir. Natürlich gibt es auch Tempel. Wir haben eine Bootstour auf dem Inidale gemacht. Pagoden, ja sorry, in Dings sind es echt mehr Pagoden. Pagoden. Ja. Genau, wir waren auf dem Inidale Lake, haben so eine Bootstour gemacht. Wir Tracking. Haben einen Track gemacht in Sipo. Genau, der Mann Swaggabin war ja for free, ne? Der war for free, genau. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn der eben wo reingeht, kostet es manchmal Eintritt. Mhm. Alles, was draußen ist, kostet meistens keinen Eintritt. Ja. Und, aber Eintritt für so Pagoden liegt auch zwischen 1 und 3 Euro. Ja, obwohl in Mandalay waren es, glaube ich, sogar mal 5 Euro für, den, ach, für die ganze Area, ach so. Also für die ganze Stadt quasi. Also manchmal muss man schon so 5 Euro bezahlen oder so, aber das ist ja vielleicht jeden dritten Tag mal oder noch seltener, ja. Dass man mal wirklich Geld ausgibt, um was zu erleben. Es geht natürlich bei so Bootstouren und so immer darum zu verhandeln, ist klar. Dann wird ihr noch einen guten Preis rausschlagt. An sich ist alles günstig und selten bezahlt man mal gefühlt so einen Touristenpreis. Also klar bezahlst du wahrscheinlich mehr als die Locals, ja. Aber es ist nie so, dass man denkt, okay, ich bin hier in Mar, das Essen kostet 2 Euro und die Bootstour kostet 50, sondern ist es ja. Nicht so, die kostet dann halt 5 oder so. Ja. Und das ist auch super fair. Genau. Ja. Noch ein Tipp, was das angeht, den wir immer gerne nennen, Bagan. Hau raus, Ella, hau raus. Bagan. Genau, die Area in Bagan, die kostet 20 Euro. Okay, die Area. 20 Dollar. Die Area in Bagan kostet 20 Dollar. Und also nur wenn ihr da reinfahrt quasi mit dem Bus. Und wir empfehlen euch, dieses Ticket nicht zu kaufen. Fragt einfach im Hostel, die aus Bagan kommen. Leute, können wir euer Ticket haben, weil dieses Ticket ist 5 Tage gültig. Und meistens bleibt man nur zwischen 2 und 3 Tagen dort. Ja. Heißt, jeder, der von Bagan kommt, dessen Ticket ist eigentlich noch gültig. Ja, und die sind nicht gebunden an Namen, oder? Genau, so. Dann fragst du einfach und dann die meisten schenken dir es. Man kann auch noch 3 Euro dafür bezahlen und gut ist. Ja. Und so könnt ihr es natürlich dann auch machen und sagen, hey Leute, will nicht immer nach Bagan, hier ist mein Ticket, dann könnt ihr nochmal ein bisschen was rausholen und euch das Geld wieder reinholen. Und für den Tipp können wir mal cool da sitzen. 1, 2, 3. Genau, wie du schon merkst, ist mir immer echt nicht teuer, also super günstig. Und nach Adam Riese kommen wir dann so auf 16 Euro am Tag. Adam Riese sagt 16 Euro. Heißt im Monat ein bisschen weniger als 500 Euro. Ihr seht, es ist günstig, auch wenn es ein bisschen teurer ist als andere asiatische Länder. Zumindest bei der Unterkunft. Genau.
auf den anderen Ecken gleicht es sich dann vielleicht wieder aus. Und deswegen sind wir hier, wie in Südostasien immer, ziemlich günstig unterwegs. Mit den 16 Euro für die Grundkosten quasi, für Basics. Dann kommt es natürlich darauf an, was ihr so erleben wollt, was ihr sehen wollt. Wie, auch da müsst ihr nicht zu viel mit draufrechnen, wie gesagt, weil das meiste Landschaft ist und das ist inklusive. Genau, aber mit 20 Euro am Tag kommt ihr locker aus, also 600 Euro im Monat. Ihr könnt auch immer günstiger sein als wir, indem ihr zum Beispiel zeltet oder vielleicht versucht bei Locals zu pennen, Couchsurfing zu machen. Ihr könnt natürlich auch viel teurer sein, indem ihr in teureren Hotels schlaft, weil gerade da, wie gesagt, fängt man schon nicht so günstig an und es wird auch schnell teurer. Ja. Aber so als, sag ich mal, normaler Backpacker, der schon versucht, sehr günstig unterwegs zu sein, local zu reisen, das lokale Essen zu essen, anstatt in Restaurants, kommt man so mit 16 Euro gut aus. Genau. Genau. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr keine Tipps von uns verpassen wollt, aktiviert die Glocke und abonniert natürlich. Wir machen gerne solche Videos wie diese hier, in denen wir euch Tipps für eure Reise geben. Wir machen aber auch Vlogs. Und wir machen vor allem, auch gerne andere Videos. Ja, wir machen gerne Videos. Und vor allem Videos, die euch helfen und unterhalten. Als nächstes fahren wir nach Marokko. Das ist schon im Januar, also in 2-3 Wochen. Da machen wir auch coole Videos. Wir haben geile Sachen. Also wenn ihr auch Dinge über Marokko wissen wollt, könnt ihr euch schon mal so quasi dranbleiben. Es geht bald los, können wir euch nur sagen. Glocke, dann wisst ihr Bescheid. Okay. Wir labern viel zu viel. Du laberst wieder ja, okay. zu viel. Dann erzähl du. Okay. Genau, wo soll ich jetzt machen? Okay, genau. Drückt die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, teilt gerne auch dieses Video, wenn ihr denkt, auch andere sollten davon informiert sein und uns kennenlernen. Wie gesagt, als nächstes fliegen wir nach Marokko im Januar. Jetzt haben wir Weihnachten vor uns und machen das mit der Familie, genau. Und dann geht 2019 die Post ab hier. Ja. Die Post geht ab, Leute. Schaltet rein, um die Post beim Abgehen zu beobachten. Richtig, bis dann. Ciao. Tschüss. Wir sind nicht so nah dran, deswegen können wir nicht die Linse bedecken. Wir machen Klatschen. Okay. Tschüss. Fine.